unter diesen Leuten solche Sünder gibt, wie sie woanders auch gibt. Aber dafür gibt es keine Buße. Sünde, ich meine, homosexuell zu sein, sondern das für ist eine Sünde. Das wissen die ja ganz klar und eindeutig. Für mich ist das was ganz Natürliches. Das widerspricht der Natur. Die Natur des Menschen ist angelegt auf das Miteinander von Mann und Frau. Völliger Quatsch. Also, der Vorstellung von Sexualität. Sexualität wird begründet durch die Polarität von Mann und Frau. Zunächst einmal. Und Asexuelle, die so geboren sind, also ist es Natur. Nein, es ist nicht etwas Geborenes, sondern ja, es ist ein Moment. Homosexualität wird nicht geboren. Ja, Sexualität schon. Aber nein, Homosexualität ist nicht angeboren. Nicht angeboren. Das ist auch wissenschaftlich und medizinisch. Ich bin von zu Hause aus Medizinerin gewesen. Es ist mehr als eine Neigung. Ich habe ja gesagt, Transe sein, völlig in Ordnung, homosexuell sein, völlig in Ordnung. Das, was ich nicht akzeptiere oder was auch die katholische Kirche nicht akzeptiert, ist, wenn es ausgelebt wird. Vielleicht, oder würden Sie vielleicht den Aktionsplan unterstützen? Es geht hier um einen Aktionsplan gegen Homophobie. Schulhöfen, das Wort Schwul noch am häufigsten gebraucht, dass sowas eingedämmt wird, und da sammeln wir jetzt Unterschriften. Und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie damit unterschreiben würden. Ich habe es versucht mit den Mädchen. Aber fuck, so bin ich nicht. Ich weiß, dass ihr mich jetzt hasst. Ihr habt jetzt gewonnen. Ich habe keine Kraft mehr. Kämpfen, um Leute aufzuklären. Und die Frage ist, also da suchen wir jetzt Unterschriften auch aus der Bevölkerung, damit wir mehr Unterstützung auch zeigen können, dass das Land auch weiß, da steht die Bevölkerung dahinter. Also wenn Sie unterschreiben wollen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ja, wollen wir das machen?